Die 2 TV in Düsseldorf bei Radio Ella, zur Radio Ella Party und auch zur SFR 1 Party zum 10. Geburtstag. Neben mir sitzt der Gladi und erstmal herzlichen Glückwunsch, Gladi. Lieben Dank und ja, wir sehen uns ja alle Jahre wieder und jetzt ist 10-Jähriges. 10 Jahre SFR 1. Ja, das ist nicht so einfach. Ich meine, du kommst ja auch aus dem Fach und ich bin einfach stolz darauf. 10 Jahre. Kannst du auch sein. Das Radio zu führen, das Radio zu haben, gute Musik zu machen, ist einfach schön. Diese Veranstaltung hier heute zusammen mit Radio Ella, sag mal, wie kamt ihr auf die Idee mit Radio Ella zusammen? Ja, New Radio Ella, muss man ja sagen. Wir feiern schon seit 20 Jahren jedes Jahr auf Mallorca zusammen. Und jetzt haben wir einfach mal gedacht, Mensch, machen wir auch mal was zusammen. Und ich muss sagen, von voller Erfolg. Absolut richtig. Also von den Leuten her, vom Publikum, auch von den Künstlern her, alle begeistert, ne? Ja, kann ich nicht anders sagen. Also das Zelt war nicht ganz voll, aber ist ja ein Riesenzelt. Und wir haben so viele Menschen, die Schlager mögen, die hier hingekommen sind, wirklich aus dem Norden, Süden, Osten, Westen, ganz weit angereist sind, auch Künstler, die ganz weit angereist sind. Und das sage ich jetzt mal hier bei euch, bei 2 TV, Dankeschön, dass ihr alle da wart. Ich denke mal, das kommt an. Ja, das kommt garantiert an. Gladi, 10 Jahre SFR 1 mit allem drum und dran, sag mal, wo willst du in Zukunft noch hin? Das kann ich ja gar nicht sagen. Ich werde ja auch älter, ne? Und die Jungen rücken ja nach. Und die nächsten Jahre ist okay, da möchte ich noch dahin, wo man eben hin will. Man will ja jedes Jahr wieder aufs Neue was Neues machen, wie jetzt auch dieses Jahr mit You Radio Ella. Im Schlagerbereich, ja, das funktioniert alles von alleine, wirklich von alleine. Tolle Künstler, wir haben tolle Schlager, tolle Künstler, alles super. Und ja, wo will ich hin? Ich will kein 20-Jähriges machen. Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich kann mir es jetzt nicht vorstellen, nochmal 10 Jahre. Ich möchte einfach mal das irgendwann übergeben in den nächsten Jahren. Naja gut, aber SFR 1 kann ja auch noch 100 Jahre alt werden, solange du noch ein bisschen im Hintergrund bleibst. Ja. einer muss ja auch immer die schützende Hand drüber halten, ne? Sonst funktioniert es ja nicht. Aber es funktioniert natürlich alles nur mit einem guten Team. Und ich habe ein ganz, ganz tolles Team und wenn die hinter einem stehen, ja, du weißt ja selber, ne? Viele Menschen, da ist immer was los, da muss man immer ja, schlichten, machen, tun. Den Menschen mal sagen, wie alt sie sind, mal im Personalausweis reinschauen, ob da schon über 18 steht und dann funktioniert das alles. Das stimmt schon. Wie viele Mitglieder hast du jetzt gerade im Team? Ja, im Team, die aktiv, also wirklich die aktiv immer dabei sind, wo man sich auch 100%ig drauf verlassen kann, auf die anderen auch, aber die schon jahrelang immer dabei sind, muss ich ja wirklich mal 6 bis 8 Leute und ja, selber im Team, weißt du, auch etliche. Ne? Und da kann ich mich überall drauf verlassen, egal wenn ich anspreche, die sind immer für mich, für SFR 1 da. Das stimmt allerdings, das kann ich nur bestätigen. Ja, das stimmt auch. Ja, ich freue mich auf jeden Fall hier mit euch, dass ihr auch wieder mal da seid, ne? Und ja, nächstes Jahr haben wir 11 Jahre, machen wir dann irgendwie was Karnevalistisches? Ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich überraschen, aber ich habe so das dumme Gefühl, wir sind dabei. Ja, garantiert. Ich freue mich ja auch, wenn ihr dabei seid und ich freue mich, wenn wir 11 Jahre haben. 11 Jahre... Ja, da muss auch irgendwas passieren, ne? Weil so eine 11 ist ja irgendwie was ganz Besonderes. Ne? Und wenn wir die 11 Jahre haben, dann haben wir garantiert einen ja, Auftritt hier von ja, einem karnevalistischen Verein, entweder aus Düsseldorf oder aus Köln dabei. Und wenn wir so eine Party haben wie heute Abend, dann freue ich mich drauf. Gladi, in diesem Sinne sage ich einfach mal bis nächstes Jahr und ich danke dir. Lieben Dank auch und ja, macht auch weiter so. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Tschüss.